Lagerhallo-Halle. Gönnt ihr noch? Ich glaube, Dieter hat schon genug, gell? Du hast jetzt mal Pause. Ja? Ich bin auch, mir geht's wahnsinnig gut. Ich bin wahnsinnig entspannt. Ich komme nämlich gerade aus dem Urlaub. Ja? Ich war in meinem absoluten Lieblingsland. Der Schweiz. Ach, Leute. Ich merke an eurer Reaktion dieses, oh. Ich liebe die Schweiz. Und vor allem liebe ich die Schweizer. Das hat auch einen Grund. Ich bin einfach der festen Überzeugung, man kann kein schlechter Mensch sein, wenn man einen Namen trägt wie Urs Bünzli. Das geht nicht. Stellt euch doch mal vor. Die Nachrichten. Heute wurde in Bern der internationale Terrorismusführer Urs Bünzli festgenommen. Zusammen mit seinem Komplizen Pirmin Schuppli. Die zwei hatten einen teuflischen Plan ausgeheckt. Sie wollten mit einem Segelflugzeug direkt ins Matterhorn fliegen. Das macht keinen Sinn. Schweizer können das nicht. Schweizer können nur so kleine Gemeinheiten. So klitzekleine, fiese Toblerone. Ja, los, wir finden eine Schoki, die so dreieckig ist, dass man sich beim Kauen ordentlich den Gaumen aufreißt. Gott, sind wir böse. Na, ich finde, das mit dem Terror, das sollte man einfach Leuten überlassen, die was davon verstehen. Ja, ETA, Al-Qaida, Jamba. Das ist Terror. Ja, das ist noch. Und hier, Al-Qaida, habe ich jetzt gehört, hat auch wieder ein neues Video veröffentlicht, ein Drohvideo. Und zwar wo? Bei YouTube. Das ist kein Witz. Und ich frage mich, ein Drohvideo von der Al-Qaida bei YouTube, wie haben die das gemacht? Was haben die denn für Internetverbindungen in den afghanischen Berghöhlen? Ich meine, bietet AOL jetzt auch ein Surf and Fun ein Terrorpaket an? Das ist mir ein vollkommenes Rätsel. Und also, ich meine, dieses Ganze mit dem YouTube und so weiter, aber das ist ja wahnsinnig praktisch, weil man merkt einfach, die gehen jetzt voll rein in die neuen Medien. Ja, das ist, ich warte jeden Tag darauf, dass ich eine E-Mail bekomme. Osama Bin Laden hat dich als Feind bei Facebook hinzugefügt. Das wird kommen. Wir benötigen nun deine Bestätigung, dass du ein ungläubiger, räudiger Hund bist. Und da kannst du dann anklicken, akzeptieren, ignorieren, explodieren. Das wird kommen. Barack Obama hat jetzt der CIA ja verboten, in den Verhören, so Folterverhören, also nee, in Terroristenverhören, Foltermethoden zu verwenden. So, ist natürlich super, vollkommen richtig, aber die CIA fragt sich jetzt, wie sollen wir was aus den Leuten rauskriegen? Mein Tipp, Nasenhaarschneider. Wir können doch mal offen reden. Ich habe mir kürzlich einen Nasenhaarschneider gekauft, ja? Und dieses Ding, Leute. Dieses Ding. Macht das mit Abstand fieseste Geräusch der Welt. So ein. Ich gehe manchmal danach zum Zahnarzt, um mal wieder was Schönes zu hören. So. Man weiß auch nie, schneidet er wirklich nur die Haare oder zwirbelt er sich ins Hirn. Und wenn die das in Guantanamo benutzt hätten, ja? Gerade bei den Arabern. Ja, die haben doch so, da wächst doch überall. Ja, und dann so eine Nasenhaarschneider. Mit einer schwachen Batterie. Dann sind wir in dem Kampf gegen den Terror ein ganzes Stück weiter. Vielen herzlichen Dank.